Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Willkommen zurück bei Mega Radio Aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie nach wie vor Andreas Peter. Am vergangenen Wochenende lud die Ortsgruppe der einst von der linken Politikerin Sarah Wagenknecht gegründeten Sammlungsbewegung Aufstehen in der Ostseestadt Stralsund gemeinsam mit der dortigen Ortsgruppe der Partei Die Linke zu einer hochkarätig besetzten Diskussionsveranstaltung zum Thema Ukraine-Krieg ein. Den Veranstaltern sei es gelungen, so hatten diese im Vorfeld mitgeteilt, einige ehemalige Militärs der Volksmarine der früheren Deutschen Demokratischen Republik als Sachkundige zu gewinnen, darunter Militärs der DDR, die in der Sowjetunion an Offiziershochschulen bzw. Militärakademien studiert hatten. Mein Kollege Alexander Boos war bei dieser Veranstaltung vor Ort und konnte sich so ein eigenes Bild von der Expertise der dortigen Referenten machen. Nach der Veranstaltung erhielt er die Möglichkeit, mit einem Teilnehmer der Diskussionsrunde, nämlich mit Eckhard Steinfurth, zu sprechen. Steinfurth kann als ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR auf ein durchaus bewegtes Leben zurückblicken, wie er im Interview schildert. Darin spricht er unter anderem über seine Tätigkeit als Offizier der Hauptverwaltung Aufklärung des MFS sowie über die früheren Chefs dieses Auslandsnachrichtendienstes der DDR, Markus Wolf und Werner Grossmann, zu dem Steinfurth bis zu dessen Tode im Januar 2022 eine enge Freundschaft pflegte. Doch natürlich drehte sich das Interview zwischen Alexander Boos und Eckhard Steinfurth auch um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, den Steinfurth aus der Sicht eines Geheimdienstexperten für uns einschätzte. Ja. Herr Steinfurth, ich habe Sie hier zufällig getroffen in Stralsund, wo wir gerade eine sehr interessante, sehr hochinformative Veranstaltung zum Ukraine-Krieg beiwohnen durften. Im Vorfeld hatten Sie mir gesagt, Sie haben ein Buch geschrieben, Ein Leben bis zur Wende, okay. Lebensweg und die Arbeit eines operativen Mitarbeiters der Hauptverwaltung Aufklärung des MFS, also HVA, quasi der Auslandsgeheimdienst der DDR. Da waren Richtig. Sie Agent oder? Nein, da war ich Offizier. Was waren Ihre Tätigkeiten? Ja, also wir haben IMs im Operationsgebiet geführt. Wir haben uns im Prinzip für den Frieden, so wie unser Leiter Werner Grossmann ja immer wieder betont hat, dass wir uns zielgerichtet für den Frieden und alle unsere Kundschafter, auch die ja nachträglich dann alle enttarnt und sicherlich lange Haftstrafen hatten, haben das ja begründet, dass auch ihre Motivation sich immer darin bewegt hat, den Frieden in Europa zu sichern. Das ist auch das, was wir uns auf die Fahne geschrieben hatten und was sicherlich auch immer, sich bewiesen hat. Also wir haben niemals gegen irgendjemanden Krieg geführt, nichts unternommen, was irgendwie andere Staaten schädigt oder so, sondern eigentlich versucht, dieses Kräftegleichgewicht. Und es hat sich ja bewiesen, dass so lange Frieden war. Die NVA ist nirgendswo im Krieg eingesetzt worden. Selbst aus der Tschechoslowakei-Geschichte haben wir uns rausgehalten. Heutzutage, die Bundeswehr, die ist nicht nur weltweit überall mit agierend, sondern nun liefern wir auch noch Waffen und tun uns eigentlich in auch für Deutschland hohe Kriegsgefahr bewegen. Und all das haben wir in unserer Arbeit damals in der DDR verhindert. Und darauf kann man eigentlich auch aus heutiger Sicht stolz sein. DDR-Spione oder Agenten haben sich ja offiziell als Kundschafter des Friedens bezeichnet. Genau. Darauf spielen sie an. Ja, genau. Aber es war ja trotzdem, muss ich jetzt mal kritisch fragen, auch eine geheimdienstliche Agententätigkeit, sicher, oder? Sicher, also Geheimdienste arbeiten immer geheimdienstlich, also nicht öffentlich, sonst wären es ja keine Geheimdienste. Und die Mittel und Methoden sind sicherlich ähnlich. Aber wir haben natürlich nie irgendwo irgendwas unternommen wie die CIA, indem wir dort irgendwo Anschläge oder unternommen haben, sondern eben wirklich versucht haben, Informationen zu besorgen aus allen Institutionen, Regierung, Militär, Geheimdienst. Und das ist uns ja, so wird ja auch selbst von westlichen Geheimdiensten eingeschätzt, doch recht gut gelungen. Wenn Sie so auf diese Tätigkeiten zurückblicken, wie lange haben Sie das gemacht ungefähr? Ja gut, ich habe ja vorher, wie gesagt, Informatik studiert, habe dann noch ein Jahr in Moskau studiert, an der Komsomolhochschule, habe dann im FDJ-Apparat gearbeitet, bin dann 83 nach Berlin zur HVA gekommen und das natürlich bis zum Schluss gemacht. Ja.
Mal für unsere Hörerschaft, können Sie sich da so an einen Höhepunkt, an ein Highlight, an eine Story, an eine Anekdote erinnern, die Sie jetzt unbedingt mitteilen könnten? Weil es ist ja durchaus spannend, was Sie da gemacht haben. Ja, sorry, das ist natürlich immer, also unsere Arbeit ist auch so, wenn man doch mal mit Leuten diskutiert, die ein offenes Ohr haben oder die einfach nur informativ was wissen wollen, ist immer das Problem, dass man das mit, ich sag mal, James Bond und einer bestimmten Arbeit in dieser Richtung vergleicht. Das war es natürlich nicht. Okay. Also in keinem Fall. Und damit sind solche Höhepunkte, wo man sagt, die haben nun ganz besonders, die kann ich so nicht benennen. Also unsere ganze Arbeit hat sich so abgespielt. Die war sicherlich oft auch Klein-Kleinarbeit, viel Bürokratie, was einen gar nicht so gelegen hat. Mir hat die operative Arbeit besser gelegen und die Zusammenarbeit mit unseren EMs. Aber es gab eben nicht die Höhepunkte. Also was weiß ich, ich war auch nicht der Führungsoffizier von Rainer Rupp, der bei der NATO oder Gabriele Gasti im BND gesessen hat. Das wären natürlich dann entscheidende Höhepunkte gewesen. Aber ich sage ja, wir haben eben mehr als diese paar Führungskundschafter gehabt. Und auch die kleine Arbeit war dafür notwendig, damit wir unsere ganze Arbeit aufrechterhalten können und zu dem Erfolg geführt haben, den wir am Ende auch erreicht haben. Der HVA-Chef war doch der Wolf? Und bis 86, ja. Markus Wolf. Markus Wolf. Hatten Sie mit dem auch direkt zu tun oder war der ein paar Ebenen drüber? Nee, oder also da die ich habe ihn im Haus getroffen und so, aber nicht persönlich und nicht mit ihm gesprochen. Und 86 ist er ja eh in seinen Ruhestand, um den er gebeten hat, gegangen. Und dann war ja Werner Grossmann bis zum Schluss unser Leiter. Und zudem habe ich zumindest nach der Wende ganz engen Kontakt, ist ja nur vorher ist ja auch gestorben, aber engen Kontakt gehabt. Und das war schon ein wirklich, auch nach der Wende, ein wirklicher väterlicher Freund. Also der auch unsere Arbeit im Kleinen eher aus Sicht des Leiters natürlich immer gewürdigt hat. Ja, Herr Steinfurt, Sie haben den Ukraine-Krieg schon angesprochen, war ja heute Hauptthema hier. Sie haben sich auch öfters mit konstruktiven Wortbeiträgen gemeldet. Ja. Wie ist denn Ihr grundsätzlicher Blick erstmal auf diesen Konflikt? Ja, der Konflikt ist so, wie wir heute diskutiert haben. Also erstmal ist der Krieg nicht am 24. Februar ausgebrochen, sondern der hat eine Vorgeschichte, die kriegerisch natürlich spätestens seit 2014 in der Ukraine funktioniert. Und die Vorgeschichte ist eigentlich beginnend mit dem Untergang des Sozialismus, des Warschauer Vertrags, mit dem Vorrücken der NATO, also auch seit 1990 schon. Und selbst westliche Politiker leider immer erst dann, wenn sie nicht mehr in Amt und Würden sind, erkennen auch, dass der Westen viele Fehler gemacht hat und man hätte das doch anders bewerten sollen und anders vorgehen. Ist aber nicht. Es ist anders gelaufen und seit der Zeit existiert dieser Konflikt und der ist immer weiter forciert worden. Und jetzt stehen wir an der Schwelle, dass dieser territoriale Krieg in einen weltweiten sich also umschlagen kann. Und die Gefahr sehe ich als ganz real, auch wenn Politiker aus der Bundesrepublik heute behaupten, naja, der Putin hat bis jetzt die roten Linien nicht als das gesehen, was er sagt. Und da wird er auch weiter provozierbar sein. Das glaube ich nicht. Also irgendwann ist es zu spät und dann frage ich mich, was sagen dann unsere Politiker, wenn es erstmal dazu gekommen ist? Ja, dann sagen sie, das haben sie nicht so gesehen oder haben, also man sollte schon als Politiker auch in der Verantwortung sein, dass man diese Probleme erkennt und deshalb sollten sich mehr für den Frieden und für das, was sofort erstmal eigentlich ein Waffenstillstand in diesem Gebiet bedeutet, einsetzen, ja. Und das ist die, ja, die Gefahr und die Entwicklung, die ich eben heute sehe. Haben Sie als ehemaliger Mitarbeiter eines sozialistischen osteuropäischen Geheimdienstes einen anderen Blick auf diesen Konflikt? Also gibt es da irgendwie einen Vorteil in der Betrachtung? Ja, man tut natürlich immer solche Sachen versuchen, denjenigen, die irgendwas sind, also die bei der Armee waren, haben natürlich einen engeren Bezug zur Armee, die beim Geheimdienst waren, einen engeren Bezug zum Geheimdienst, sehen das anders. Natürlich hat man durch seine Arbeit einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Sachen. Man kennt die westlichen Geheimdienste, man hat ja gegen sie oder gearbeitet und mit ihren Erkenntnissen, auch wie gesagt, wie ich erst sagte, den Frieden bewahrt. Und so hat man natürlich einen anderen Blickwinkel. Also alleine das, was gar nicht bekannt gemacht wird, also dass die CIA, dass die westlichen Geheimdienste schon vor 2014 eigentlich in der Ukraine absolut aktiv waren und versucht haben, also auch mit viel Geld versucht haben, ihre Meinung,
Das sieht man natürlich, wenn man Geheimdienststrukturen kennt, auch nur im Kleineren, also gar nicht aus Leitungsebene, schon, dass da vieles sowas gelaufen ist. Und da sind natürlich ja ein anderer Blickwinkel. Aber sonst muss man natürlich auch mit dem leben, was man ja durch Medien und allem, was man sonst so hat, hört und sieht und sich seine eigene Meinung bilden. Das ist schon mal beruhigend zu wissen. Ja, ja. Sie haben einen riesen Informationsvorsprung. Ja, aber ja. Herr Steinfurth, ja. Also da hat sich ja nun wirklich Aufstehen gemeinsam mit den Linken, die haben sich ja wirklich die beste Woche rausgesucht, weil in den letzten Tagen, in der letzten Woche sind mindestens drei Eskalationspunkte passiert. Und zwar hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach langem Zögern die Leopard 2 Panzer, also deutsche Panzer, freigegeben als Hilfe für die Ukraine. Daraufhin haben sich schon postwendend wieder die bekannten Diplomaten in Kiew geäußert. Die haben die Forderungen noch erhöht. Sie wollen jetzt vielleicht auch Kampfjets, vielleicht auch Kriegsschiffe, vielleicht auch wieder besagte Flugverbotszone. Ja. Und unsere deutsche Außenministerin Frau Baerbock hatte sich am Dienstag letzte Woche in Straßburg so ausgedrückt: Wir befinden uns im Krieg mit Russland, also wir als Europa. Und daraufhin gab es natürlich scharfe Reaktionen aus Moskau. Zum Beispiel die Sprecherin Frau Sacharowa ging Baerbock teilweise hart persönlich an und russische Diplomaten in Moskau haben gesagt, jetzt gehören alle roten Linien der Vergangenheit an. Ja, sehen wir jetzt wirklich eine Art Eskalationsspirale, die vielleicht den Krieg sogar noch weiter ausweiten könnte? Ja, also die Eskalationsspirale, die läuft sowieso. Also die ist nicht durch Frau Baerbock jetzt nochmal erhöht worden. Also die läuft sowieso und durch die Panzerlieferung und so. Dass eine Außenministerin, die Deutschland vertritt, solche Äußerungen macht, das will ich jetzt nicht kommentieren. Das ist für mich ist unmöglich. Also sie müsste ganz anders reagieren, müsste eigentlich auf Frieden und auf solche Sachen setzen. Aber da haben sich die meines Erachtens und tragischerweise lange von ihrer pazifistischen Entwicklung der Partei verabschiedet, sind zu einer doch befürwortenden Kriegspartei geworden. Und ich sage ja, normalerweise müsste man sagen, vielleicht sollte Frau Baerbock da doch mal erst noch mal besser in viele Sachen reingucken und bevor man sich äußert, also erstmal nachdenken, sage ich mal. Aber dass das alleine, das ist der Fakt, den hat man auch vorher schon gesehen, auch bevor sie das geäußert hat. Sie hat ja immer an dieser Stelle sich so geäußert, dass wir der Ukraine bis zum Sieg und bis zur Niederlage Russlands helfen müssen und so. Und hat sich eben nicht dafür eingesetzt, dass möglichst schnell die Waffen schweigen und keine Toten mehr entstehen und man sich dann diplomatisch einigt. Ja, das ist wirklich die Frage. Ja, inwieweit das jetzt weiter eskaliert. Ich sehe es eben auch so, dass ich es auch unmöglich finde, dass die Ukraine mit ihren Politikern Forderungen an Deutschland und in einer Art und Weise, was ja auch selbst deutsche Politiker hin und wieder, wenn sie das dürfen, rügen. Ich meine, sie können sicherlich um Hilfe bitten, aber Deutschland vorzuführen und zu sagen, also ihr seid dann schuld, wenn da Tote entstehen, weil ihr das und das nicht liefert und so. Und wo ist denn da ein Ende? Ich bin auch der Meinung, man sollte heutzutage, wenn wir nur schon bei den Panzern sind, sollte man sagen, das ist jetzt das Ende, egal was die Ukraine noch haben will. Flugzeuge, Raketen, Langstreckenraketen, alles Mögliche. Das wird es hundertprozentig nicht geben. Aber das sagt keiner und die Gefahr besteht darin, dass am Ende, nach langem Hin und Her, man auch da wieder Zugeständnisse macht. Und die Gefahr sehe ich. Im Rotfuchs hat sich Klaus Hartmann vom Deutschen Freidenkerverband geäußert. Er meinte, die Donbass-Republiken, also Donetsk und Lugansk, entstanden, weil sie die NATO-gesteuerte Machtübernahme der Euromaidan-Putschisten nicht akzeptieren wollten. Das spielt ja da rein in diese Vorgeschichte, von der Sie eben sprachen. Wenn Sie das noch kurz kommentieren wollen. Ja, das kann ich eigentlich gar nicht so sehr viel zu sagen. Die Entwicklung von westlicher Seite in der Einmischung in die Ukraine und damit natürlich auch in diese beiden Republiken ist natürlich, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man es nicht von vornherein negiert, nachlesbar. Also man kann sich damit Informationen erarbeiten. Wenn man aber von vornherein sagt, das interessiert mich alles nicht, der momentane Krieg ist das Entscheidende und den hat am 24. Putin angefangen und alles andere negiert, gut, dann wird man dazu keine realistische und vernünftige Meinung finden. Ja. Und wie gesagt, die 14.000 Toten, die es gegeben hat durch ukrainische Sachen seit 2014, über die hat ja auch keiner gesprochen, ja. Also das ist schon, das ist eine Kette, die immer weiter durch Eskalation sich so entwickelt hat. Und dann sind wir eben auf dem jetzigen Stand angekommen mit der Gefahr.
dass es weitergeht. Noch ein Zitat, Herr Steinfort. Der bekannte US-Historiker George F. Kennan, der auch Russisch sprechen konnte, also die russische Sprache beherrschte, der hatte schon, das war schon, glaube ich, zur Zeit von US-Präsident Bill Clinton, der hatte damals schon gemeint, eine NATO-Osterweiterung sei, wenn sie denn kommt, der verhängnisvollste Fehler der US-Außenpolitik der letzten Jahrzehnte. Das spielt ja jetzt auch in diese Richtung, was Sie gesagt hatten. Ja, ist richtig. Und da staunt man eben, das ist ja das, was ich gesagt habe, dass selbst westliche Politiker das so sehen. Und da liegt eben meines Erachtens auch die Ursache dieser ganzen Entwicklung. Aber die ist eben zielgesteuert durch NATO, USA und entstanden und trifft eben die Realität. Zumal, wenn es nicht nur Nahost oder Russen sagen, sondern eben aus westlicher Sicht. Und da gibt es hier und da schon einige Politiker, die das so, auch Militärs, die es so sehen. Noch zwei Fragen. Sie haben gerade auch westliche Langstreckenwaffen angesprochen. Ich hatte mir jetzt Frage notiert. Befeuert, beschießt die Ukraine bald großflächig russisches Staatsterritorium mit westlichen Langstreckenraketen? Fragezeichen. Tja, ich bin kein Prophet, ich kann das nicht sagen. Zurzeit wird es von der Ukraine zumindest erstmal in der Diskussion ausgeschlossen, aber dem würde ich nicht 100% vertrauen, weil wenn es irgendwie der Fall ist dann und sie die Raketen erstmal haben, dann ist natürlich alles möglich und die Gefahr besteht. Mhm. Also das ist wirklich, ja. Ja, jetzt zum Abschluss auch eine sehr anspruchsvolle Frage. Ich glaube, Sie plädieren auch für einen Verhandlungsfrieden oder zumindest, dass man einen Waffenstillstand hinbekommt. Sehen Sie da irgendwelche Ansätze? Wie könnte sowas gelingen? Die Frage habe ich schon etlichen Interviewpartnern gestellt letzten Monate. Ja, es ist schwierig. Wenn ich das wüsste, würde ich ja versuchen, mich da einzubringen, damit das möglichst schnell der Fall ist. Ja. Also man muss immer sagen, Krieg ist immer grausam, immer schlimm. Und je eher man den beendet, umso besser. Zumindest erstmal durch einen Waffenstillstand. Aber dazu müssen beide Seiten willens sein. Und da sieht man eben zurzeit keine Lösung. Und dadurch ist die Frage auch kaum zu beantworten. Was sollen wir tun, damit es dazu kommt? Abschließende Frage. Eckhard Steinfort, Ein Leben bis zur Wende. Ja. Wo kann man das Buch käuflich erwerben? Das können Sie in jedem Buchladen. Den müssen Sie zwar bestellen, also es liegt nicht in den Buchhandlungen vor, aber unter dem Namen ist das natürlich bei Amazon, braucht man bloß eingeben. Auch dort ist es natürlich, wenn man das will, und im Internet zu bestellen. Und ansonsten ist es ja über Books on Demand, also es ist ja wohl ein ehemaliger Hamburg, ich weiß, sie sind wohl umgezogen, Verlag. Auch dort kann man es natürlich bestellen. Ja. Und da kann man natürlich, deshalb habe ich das ja auch geschrieben, doch die unsere geschichtliche Entwicklung der DDR, unsere Arbeit, auch das allgemeine Leben, was wir geführt haben. Also wir waren nicht alle eingesperrt, wir haben nicht alle, was weiß ich, nur von der Stasi beobachtet und vom Nachbarn abgehört, ist alles Quatsch. Also ich meine, natürlich gab es überall Geheimdienste und wir haben sicherlich das eine oder andere, darüber kann man dann ja auch, wenn man gewillt ist, diskutieren. Bestimmte Sachen, vor allem was die Abwehr betrifft, übertrieben, das ist vielleicht so, aber um das Leben in der DDR und je schlimmer die Lage heute wird, umso schöner oder wie soll ich sagen, vernünftiger, und das hört man auch, wenn man mit anderen Leuten spricht, war die Zeit der DDR. Das heißt, es damals, da hatten wir noch in Frieden und in Ruhe und so. Und das ist sicherlich auch eine Verklärung. Man wird immer auf die Vergangenheit positiv zurückblicken. Aber je schwieriger es jetzt wird, umso positiver wird das, was wir damals eigentlich hatten. Ob das jetzt Bildung, alles Mögliche ist, ja, Gesundheitswesen, Korruption und alles Mögliche. Also sicherlich gab es viele Probleme, aber und die hätten wir auch ändern können, wenn man gewollt hätte oder wenn man genug Kraft gehabt hätte. Aber heute ist es in vielen Sachen auf jeden Fall nicht besser, sondern manchmal sogar viel schlimmer. Um den Satz zu Ende zu führen, also die Zeit damals in der DDR hatte schon eine gewisse Sicherheit, auch für die Gesellschaft. Soziale Sicherheit und ja, also ich sage, wir hatten keine Obdachlosen, wir haben keine, auch sicherlich gab es auch Kriminalität in der DDR, aber nicht in dem Maße, wie wir das heute haben, oder dass da in Schulen irgendwo rumgeballert wird oder mit Messern irgendwelche Leute abgestochen werden. Also da ist schon eine gewisse Sicherheit, natürlich auch durch das System bedingt. Ja, wenn ich dort eine Sicherheit haben will, muss ich auch bestimmte Sachen durchsetzen. Und wenn ich bloß rede, aber nichts mache, ja, dann entstehen eben auch solche Sachen. Wie heute, meine ich jetzt. Also das ist, und das war bei uns, glaube ich, schon anders.
Soweit der frühere operative Mitarbeiter und Offizier der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit, also des Auslandsgeheimdienstes der DDR, Eckart Steinfurth. Von Steinfurth ist bei Books on Demand seine Autobiografie Ein Leben bis zur Wende erschienen. Mit ihm hat mein Kollege Alexander Boos am vergangenen Wochenende nach der Veranstaltung, die da hieß Fast ein Jahr Ukraine-Krieg, wie weiter, in Stralsund gesprochen. Und wir bleiben beim Thema, denn in der Geschäftsstelle der Partei Die Linke für die Region Vorpommern-Rügen, die sich in Stralsund befindet, hatte Hajo Haase die schon erwähnte Diskussionsveranstaltung Fast ein Jahr Ukraine-Krieg, wie weiter, mitorganisiert. Haase ist Sprecher der Stralsunder Ortsgruppe der Sammlungsbewegung Aufstehen. Im Vorfeld der Diskussionsrunde verwies er unter anderem auf die seit beinahe 100 Jahren bekannten Definitionen von Grundsätzen der Kriegspropaganda, wie sie vom britischen Staatsbeamten Lord Arthur Ponsonby 1928 dargelegt wurden. Darunter sind Sätze, die einem aus der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg merkwürdig bekannt vorkommen. Etwa, unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Oder auch, der Führer des Gegners ist ein Teufel. Und natürlich der Klassiker, wir kämpfen für eine gute Sache. Sowie der Satz, der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, wir nur versehentlich. Mein Kollege Alexander Boos konnte mit Hajo Haase nach der Diskussionsrunde in Stralsund noch am Telefon sprechen, unter anderem über die linke Sammlungsbewegung, über deren Stärke in Mecklenburg-Vorpommern sowie über deren bundesweite Schwäche und natürlich auch über die aktuellen Vorgänge rund um den Ukraine-Krieg, darunter auch die Freigabe deutscher Leopard-Panzer für die Ukraine durch Bundeskanzler Olaf Scholz, sowie auch die mittlerweile weltberühmte Aussage von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, We are at war with Russia, not with each other. Wir sind im Krieg mit Russland, nicht untereinander. Herr Haase, wie fanden Sie die gestrige Veranstaltung in Stralsund zum Thema Ukraine-Krieg? Waren ja doch einige hochbrisante Aussagen von hochkarätigen Militärs darunter. Ja, zunächst einmal fand ich sie insofern sehr interessant. Man hörte Dinge, die man sonst in den anderen Medien im Allgemeinen, in den offiziellen insbesondere, nicht hört. Das war der Punkt eins. Wir haben ja auch nicht umsonst über eine halbe Stunde überzogen gegenüber dem ursprünglichen Plan. Das hat natürlich Gründe, die in dem Thema begründet sind. Also ich denke, dass die anderen Teilnehmer das ähnlich empfunden haben. Ich habe Rückmeldung von einigen Leuten natürlich gekriegt, die das auch alle sehr gut fanden. Also mir hat die Veranstaltung gefallen und ich sehe sie als Erfolg an. Mhm. Herr Haase, Sie hatten ja gleich zu Beginn der Veranstaltung gesagt, das wäre reiner Zufall oder es sei reiner Zufall gewesen, dass sich jetzt ja so viele politische Ereignisse überschlagen haben in den Tagen vor der Veranstaltung. Aber ich kann das bestätigen, die Veranstaltung war schon ja wenige Monate geplant, kann man sagen. Weil es gab ja in der Woche vor der Veranstaltung drei Eskalationspunkte, sage ich mal. Und zwar hat Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt die Leopard 2 Panzer, also deutsche Panzer, freigegeben. Da werden jetzt einige dieser Panzertypen gemeinsam mit anderen europäischen NATO-Partnern an die Ukraine geschickt. Zweiter Eskalationspunkt war, dass postwendend daraufhin Kiew gleich mal die Forderungen noch weiter hochgeschraubt hat. Man fordere jetzt eventuell auch deutsche Kampfjets oder deutsche Kriegsschiffe oder die Einrichtung einer Flugverbotszone. Und der dritte Eskalationspunkt war natürlich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die am Dienstag in Straßburg gesagt hatte, wir sind im Krieg mit Russland, was ja auch für mächtige Medienmeldung gesorgt hat und natürlich auch für scharfen Gegenwind aus Moskau. Zum Beispiel Kreml-Sprecherin Frau Sararowa griff Frau Baerbock hart an und sagte, das gehe eigentlich gar nicht, und russische Diplomaten in Moskau sollen gesagt haben, damit gehören rote Linien jetzt der Vergangenheit an. Wie blicken Sie auf die politische Gemengelage mit Blick auf Ihre Veranstaltung, Herr Haase? Ja, das war natürlich insofern, ich sag mal, für die Veranstaltung sehr wichtig, dass wir sofort auf die aktuellen Ereignisse reagieren konnten. Und wir sind ja bis auf die geladenen Militärspezialisten, ich glaube 5 waren es, wenn ich mich recht entsinne,
alle keine Fachleute. Wir wollten, wir engagieren uns alle mehr oder weniger für eine friedliche Verhandlungslösung. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass man überhaupt erstmal die Fakten kennt, dass man die Ausgangslage kennt, dass man Argumente hat. Denn es gibt natürlich sehr einfache Mainstream-Meinungen. Mit einem Aggressor verhandelt man nicht, der ist besiegbar und so weiter. Und damit war es das. Und dann zieht sich der Krieg natürlich über Jahre in die Länge. Und je länger er dauert, desto größer ist natürlich das Risiko, dass der Krieg sich auch zu einem atomaren Flächenbrand ausweitet. Ja, nicht nur unbedingt aus Absicht. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit einer versehentlichen Eskalation, wie wir sie im Kalten Krieg ja auch mehrfach hatten. Ja, also, dass einfach der vermutet wurde, der Gegner greift in den nächsten Minuten an, und wir standen ja manchmal wirklich 10 Minuten vor dem Abschluss der strategischen Kernwaffen. So, und das halte ich natürlich für hochgradig gefährlich, und wie wir gesehen haben, die anderen Teilnehmer auch. Und insofern ist es auch für uns günstig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Das nächste ist natürlich die Besammlungsbewegung Aufstehen selbst hat einen Tiefpunkt überwunden. Wir haben wieder neu eingetragene Mitglieder. Mhm. Es haben sich zwei Mitglieder neu eingetragen. Wir haben einige Interessenten für unser Newsletter gewonnen. Das ist zwar zunächst klein, aber wenn man bedenkt, es gibt natürlich noch zahlreiche Ortsgruppen, die genauso bescheiden zwar, aber eben doch weiterkämpfen. Es ist ein Anfang. Ich hoffe, dass wir da schnell stärker werden im Interesse eines möglichst schnellen Friedens. Zu Aufstehen habe ich auch noch ein paar Fragen, Herr Hase, aber folgende Frage hatte ich in den letzten Monaten schon vielen Menschen gestellt, zum Beispiel auch gestern Herrn Steinfort, aber auch schon Herrn Zaspel und anderen ehemaligen Offizieren der DDR-Volksmarine in Stralsund, aber auch andere Militärexperten. Ja, Herr Hase, wie erreichen wir denn einen Verhandlungsfrieden? Sehen Sie da irgendwelche Ansätze? Zum Beispiel André Hunko, Abgeordneter der Linken im Bundestag, sagte mir, möglicherweise könnte sogar Brasilien unter dem neuen Präsidenten Lula da eine diplomatische Offensive, eine diplomatische Initiative starten für Frieden in der Ukraine. Sehen Sie da irgendwelche Akteure oder Möglichkeiten, wie man einen Waffenstillstand, Frieden, Friedensverhandlungen erreichen könnte? Im Prinzip gibt es nur einen wirklich starken Druck. Die Weltwirtschaft ist so sehr vom Internet abhängig und von der Elektrizität, und die beiden sind wieder so gegenseitig stark voneinander abhängig, dass sich die Großmächte keinen wirklich ausufernden Konflikt leisten können. Wenige Atomraketen zerstören die komplette neuralgischen Punkte der Infrastruktur. Insofern sehe ich zunächst mal da einen Ansatzpunkt. Das wollen alle vermeiden. Es will also keiner den Krieg bis zum Äußersten. Und insofern halte ich auch nach wie vor Verhandlungen für möglich, wenn denn die Mächte zu der Einsicht gelangen, der nächste Schritt könnte bereits bedeuten, dass das Internet zusammenbricht, könnte bedeuten, dass die Elektrizitätsversorgung zusammenbricht und so weiter. Es gibt ja auch einen Cyberkrieg, von dem wir wenig erfahren. Das ist ja eigentlich mein Spezialgebiet. Ich war ja Informatiklehrer und habe mich für diese Geschichte immer schon interessiert. Mhm. Ja, und insofern bin ich da gedämpft optimistisch, dass es noch zu einem Verhandlungsfrieden kommen kann. Ja, verschiedene Initiativen. Sicherlich sind Staats- und Regierungschefs geeignete Personen, eine Vermittlerrolle zu spielen. Aber ich fand auch den Stralsunder Vorschlag, der aus den Reihen der Linken kam. Stralsund hat ja schon mal, besser gesagt zweimal in der Weltgeschichte einen Frieden gestiftet. Fand ich auch nicht schlecht. Solche Vorschläge sind ja immer sehr konkret und weisen immer wieder darauf hin, es gibt zur Weiterführung des Krieges eine Alternative. Das Zweite wäre natürlich möglicherweise ein Waffenstillstand, bei dem die Positionen zunächst einmal eingefroren werden. Ich selbst denke da auch an die Möglichkeit einer erneuten Volksabstimmung unter internationaler Aufsicht. Im Rahmen eines Waffenstillstands könnte natürlich auch die Bevölkerung zurückkehren. Mhm. Dann wäre die Volksabstimmung auch repräsentativ genug. Denke aber, dass auf der Krim wegen der stark russischen Bevölkerungsmehrheit, aber auch in den Gebieten der ehemaligen Ostukraine schon allein wegen des Wütens der Nationalgarde, insbesondere des Azovschen Regiments, wie es damals hieß,
gegen diese Gebiete die Abstimmungsergebnisse sehr eindeutig zugunsten Russlands sein dürften. Bei dem Rest ist es unklar. Das wäre also zu akzeptieren. Ja, und was Putins Forderung der Entnazifizierung angeht, sehe ich eine Kompromissmöglichkeit, dass man einfach einige, derjenigen, die in Odessa an diesem Brandmassaker beteiligt waren, bestraft und vielleicht auch noch ein, zwei Azov-Kommandeure, die damals dafür verantwortlich waren, dass jeden Morgen von 7.30 Uhr bis 7.40 Uhr die Schulwege beschossen wurden. Also das wäre ein Kompromiss, auf den Putin vielleicht eingehen könnte. Und das ist natürlich trotzdem fraglich. Man weiß nicht, wie weit Russland sich tatsächlich bedroht fühlt. Wir kennen nicht die Geheimdienstmeldung. Will Putin unbedingt mehr? Wir wissen auch nicht, was passiert, wenn Putin nicht mehr der Präsident ist. Wer kommt? Ich meine, der Tschetschenenführer steht sicherlich auch in den Startlöchern. Und es ist ja nicht ungewöhnlich. Chruschtschow war Ukrainer. Stalin war Georgier, dass auch ein Nicht-Russe dort Regierungschef sein könnte. Der Punkt macht mir natürlich sehr viel Angst, dass dieser Mann Regierungschef werden könnte oder Präsident. Beides wäre gleichermaßen verheerend. Das ist etwas, was ich mir natürlich auf gar keinen Fall wünsche. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass der Frieden geschlossen wird, solange Putin noch an der Macht ist. Das Hoffen auf einen Nachfolger ist für mich viel zu riskant. Ja, also die Organisation gestern wurde veranstaltet von der Sammlungsbewegung Aufstehen in Stralsund gemeinsam mit den Linken und fand in der Kreisgeschäftsstelle der Linken in Stralsund statt. Genau. Herr Hase, welche Funktionen haben Sie bei Aufstehen Stralsund inne? Warum ist Aufstehen in Stralsund noch so stark vernetzt, sage ich mal? Wie blicken Sie generell auf die Entwicklung dort? Und vielleicht, wie blicken Sie generell auf die bundesweite Entwicklung der Bewegung Aufstehen? Die ist ja doch ziemlich im Sand verlaufen, muss man ja sagen. Aber ja, oder reden wir vielleicht erstmal über Stralsund, Aufstehen Stralsund und dann über Aufstehen Gesamtdeutschland. Ja, wir waren natürlich am Anfang ungefähr 30, das muss man dazu sagen. Gestern, als die Versammlung aufgelöst wurde und die Aufsteher noch unter sich waren, waren wir meiner Zählung nach 10. Wir haben noch eine entschuldigte Person, also es sind darunter aber auch, wie gesagt, Neueinschreibungen, die wirklich aktiv sind. Dann beziehen natürlich sicherlich weitaus mehr Menschen noch den Newsletter aus der Zentrale vom Trägerverein. Aber da kommen wir natürlich nicht an die Daten ran, aus Grunddatenschutzgesetzen. Deswegen habe ich auch, als ich das gestern vorstellte, davon gesprochen, dass die Aufgabe des Trägervereins eben die hierarchische Vernetzung sei. Die bedeutet aber eben auch, dass wir im Grunde genommen nichts über die Nachbarortsgruppen und so weiter auf diesem Wege erfahren. Dazu gibt es dann den Basisträgerverein, der die Quervernetzung betreibt. Das sind sozusagen die beiden, zentralen Punkte, die es außer den Ortsgruppen und den Einzelkämpfern noch gibt. Es gibt dann ja noch die vielen Leser des Newsletters, aber die sind eben ansonsten passiv und die würde ich auch nicht unbedingt als Aufsteher betrachten, sondern einfach als Interessierte an der Bewegung. Aufsteher ist aus meiner Sicht, und da sind wir uns eigentlich in der Bewegung alle einig, sind diejenigen, die bei der Bewegung in irgendeiner Form regelmäßig, das heißt nicht jedes Mal, vielleicht auch nicht mal jedes zweite Mal, aber die regelmäßig teilnehmen und mitmachen. Wir haben, glaube ich, die Talsohle durchschritten, denn auch andere berichten über zunächst mal wieder leichte Zugewinne an Mitgliedern. Okay. Ja, Stralsund ist natürlich nur ein Teil. Wir sind von Anfang an mit den Linken sehr gut ausgekommen. Sigi, Dienel und ich, wir arbeiten praktisch seit wenigen Tagen nach dem Gründungsaufruf zusammen und ich war zunächst stellvertretender Sprecher. Wie ja gestern auch zum Ausdruck gebracht wurde, der damalige Sprecher ist jetzt inzwischen bei der Partei der Basis. Und ich habe es dann in Anführungsstrichen, ich wurde natürlich bestätigt, weil ich meinen Hut in den Ring geworfen habe und bin seitdem Sprecher der Gruppe. Leider haben wir es versäumt, weil wir ja doch schon relativ wenige da waren, ein Orga-Team zu bilden, sodass das Ganze ein bisschen von mir abhing alles. Und ich war leider im letzten Jahr ziemlich häufig krank.
Das soll jetzt auf der nächsten Mitgliederkonferenz korrigiert werden. Wir werden also ein Orga-Team bilden, wo auch der Sprecher Mitglied ist. Ich bin auch bereit, dort, falls man mich wiederwählt, Mitglied zu sein, aber in die Alleinverantwortung, die ich fast hatte. Ich meine, der Nico, der sich auch manchmal gemeldet hat, auch mit Namen vorgestellt haben. Ich bin Nico von der Bewegung Aufstehen. Mit dem war ich natürlich immer in Kontakt und der hat natürlich auch während meiner Krankheit ein bisschen die Fahne hochgehalten. Aber es war gedämpft. Davor natürlich die Corona-Zeit, wobei da dazu gesagt werden muss, in puncto Corona ist die Bewegung Aufstehen auch gespalten gewesen. Wie sehen wir das? Ja. Aber wir haben uns nicht spalten lassen. Das ist der entscheidende Punkt. Okay. Wir haben miteinander gelebt, ja. Mhm. Herr Hase, die Bewegung Aufstehen ist ja vor wenigen Jahren durch die bekannte linken Politikerin Sarah Wagenknecht gegründet worden, ist mit großen Vorschusslorbeeren gestartet, hatte auch einen gewissen politischen Einfluss, ist aber dann doch über die Jahre so, man muss sagen, ja schon im Sand verlaufen. Manche sprechen, die Bewegung ist eigentlich schon tot. Punkte der Bewegung waren immer, man setzt sich für ein gutes Verhältnis zu Russland ein, man hat auch Nord Stream 2 so lange verteidigt, solange die Pipelines noch standen. Und ja, fuhr da auch teilweise einen anderen Kurs einen abweichenden Kurs von der Parteilinie der Linken. Wie blicken Sie generell auf Aufstehen, jetzt mal vielleicht abseits von Stralsund, wie stark oder wie schwach ist die Bewegung noch, Herr Hase? Es ist sehr schwer einzuschätzen für mich, weil wir ja keine Mitgliederlisten und Ähnliches führen. Ich schätze die Mitgliederzahl auf 1.000 bis 2.000 Aktive in den Ortsgruppen und Einzelkämpfer, die aktiv sind. Aber das ist, wie gesagt, eine Schätzung. Ich glaube nicht, dass wir wesentlich mehr wären und ich glaube auch nicht, dass wir wesentlich weniger sind. Es gibt einige Ortsgruppen, von denen ich weiß, dass sie relativ stark sind noch. Schwerin ist in Mecklenburg-Vorpommern hat noch eine relativ starke Ortsgruppe. Relativ natürlich. Rostock hat eine relativ starke. Stralsund hat jetzt wieder den zweistelligen Bereich erreicht. Insofern in Mecklenburg-Vorpommern wären wir dann also etwa 50 und wir machen 2% der Einwohnerschaft Deutschlands aus. Also da kann man sich natürlich ausrechnen, wo die obere Grenze etwa liegt, denn Mecklenburg-Vorpommern stand relativ gut da. 2.500 wäre also die absolute Obergrenze. Andererseits waren wir natürlich nicht so überragend, besser als die anderen, was Mitglieder und so weiter angeht. Deswegen diese Zahl. Und was denken Sie, wie könnte vielleicht Aufstehen wieder stärker werden? Wie könnte man mehr Menschen erreichen? Ja, einmal natürlich durch, das ist das Wichtigste, Veranstaltungen wie die gestrige. Möglichst natürlich in noch größerem Rahmen. Dadurch zeigen wir natürlich einmal, wir existieren noch. Wir zeigen, wir haben auch eine nützliche Funktion. Das sind schon mal zwei wesentliche Punkte. Auch Pressearbeit spielt eine gewisse Rolle. Allerdings muss man dazu sagen, die Ostsee-Zeitung berichtet über uns gar nicht. Und insofern sind wir übrigens über eine Reihe von Demonstrationen auch nicht, die teils gegen Corona gerichtet waren, teils gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, was ich übrigens nicht billige. Ich war lediglich in Anführungsstrichen Gegner einer allgemeinen Impfpflicht, aber das war auch ungefähr die Spaltungslinie bei Aufstehen, wobei ich letzten Endes die Mehrheitsmeinung offenbar vertrat. Wir haben auch einen Brief an alle Bundestagsabgeordneten diesbezüglich gesendet. Es gab eine Kampfabstimmung zwischen zwei Resolutionen, die sich eben nur gegen die allgemeine Impfpflicht richtete, hat sich durchgesetzt. Auch da gab es natürlich nur eine sehr verhaltene Reaktion, aber ich denke, es wurde auch im Bundestag registriert, dass wir noch existieren. Wir haben Presse angeschrieben, auch dort weiß man zumindest, dass wir noch existieren. Aber das Echo im Moment ist noch relativ klein. Also es ist einfach, ich sag mal, noch eine langwierige Arbeit, die vor uns steht und der Erfolg ist nicht garantiert, aber wie es so schön heißt, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Hm. Herr Hase, erlauben Sie mir abschließend noch zwei Fragen, zwei politisch-militärische Fragen zum Ukraine-Krieg. Ja, jetzt kommen die deutschen Panzer für die Ukraine, obwohl Militärexperten sagen, diese Zahl, die da kommt, das sind ja wirklich
Also ich glaube, Deutschland liefert unter 20 Leopard 2, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf habe. Also im Prinzip braucht die Ukraine, ich sage jetzt mal, statt 80 Panzer 800, sagen manche Militärexperten. Also es ist militärisch wahrscheinlich nur Tropfen auf den heißen Stein. Das wäre die eine Geschichte. Und die zweite, haben Sie jetzt Bedenken, dass es vielleicht noch eskaliert, dass die Ukraine vielleicht doch westliche Mittel- und Langstreckenraketen bekommt und dann vielleicht auch russisches Staatsgebiet beschießt? Das sind jetzt so zwei Überlegungen, die ich habe. Ja, ich glaube also nicht, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann. Stratege Clausewitz sagte mal, die letzte freie Wahl, die ein Politiker hat, ist die Kriegserklärung. Und das gilt natürlich sowohl für Putin. Er wird jetzt von den Ereignissen getrieben. Das gilt aber auch für Zelensky, als er im März dann die Verhandlungsgebote, denen er zunächst positiv gegenüberstand, ablehnte unter dem Einfluss von Boris Johnson. Beide Politiker stehen jetzt praktisch unter Zugzwang, um mal einen Ausdruck aus dem Schach zu gebrauchen. Und insofern sehe ich natürlich das Risiko einer Eskalation. Putin kann und darf nicht verlieren aus russischer Sicht. Und das heißt natürlich, er wird eventuell stufenweise auch mehr Militär einsetzen. Gestern war ja auch das Fazit der Militärexperten, Putin setzt nur einen sehr kleinen Teil seiner Truppen ein und lässt nach wie vor an allen Grenzen starke Truppen, weil er sich natürlich logischerweise auch aus dem Süden, sprich NATO-Staat Türkei und Aserbaidschan, abgrenzen muss. Er muss sich auch gegen den Islamismus abgrenzen, der in den ehemaligen Sowjetrepubliken wie Usbekistan, Kirgisistan und so weiter eine Rolle spielt und jederzeit natürlich wieder auch aggressiv antirussisch werden kann. Er braucht Truppen im Fernen Osten, nicht gegen China, aber um den Raum Vladivostok und so weiter vor allen möglichen Angriffen zu schützen. Er braucht sogar im äußersten Norden und so weiter Truppen. Also die stehen ihm ja alle zur Verfügung. Er kann ja da jederzeit 10 oder 20% rausnehmen und dann einsetzen. Da spielt sicherlich auch die Tatsache eine Rolle, dass er hat abstimmen lassen, dass die Gebiete zu Russland gehören. Denn eigentlich verbietet die russische Verfassung den Einsatz von Wehrpflichtigen außerhalb Russlands. So, und jetzt durch diese neuen Gebiete, sage ich mal in Anführungsstrichen, die annektierten Gebiete, die jetzt zu Russland gehören, jedenfalls formal aus russischer Gesetzessicht, hat er natürlich die Möglichkeit, auch Wehrpflichtige einzusetzen. Und insofern denke ich mal, dass das mehr als nur kompensiert, was die NATO an eventuell moderneren Waffen schickt. Also ich glaube nicht, dass das der Ukraine sehr helfen wird. Und das zieht aber den Krieg natürlich logischerweise in die Länge, mit verheerenden wirtschaftlichen Folgen, nicht nur für Russland. Russland ist bei den BRICS-Staaten immer noch gut verankert, vor allen Dingen aber für die Ukraine, die sich jetzt schon auf viele Jahrzehnte verschuldet, eine Situation, die sich weiter verschlechtern könnte. Also die Ukraine hört im Prinzip durch einen zu langen Krieg auf, irgendwelche selbstständigen Entscheidungsmöglichkeiten noch zu haben durch die wirtschaftliche Abhängigkeit. Schlimmer, als es Griechenland hier betroffen hat. Interessante Analyse, Herr Haase. Abschließende Frage, der renommierte US-Historiker George F. Kennan, der auch fließend Russisch sprechen konnte, hatte mal in der Amtszeit von Ex-US-Präsident Bill Clinton geschrieben, wenn es eine NATO-Osterweiterung geben sollte, also das war so im Zeitraum, glaube ich, 1997, 98 rum hat er das geschrieben, also kurz vor der ersten NATO-Osterweiterungswelle, wo dann die osteuropäischen Staaten in die NATO kamen. Also er schrieb, sollte es eine NATO-Osterweiterung geben, wäre das der verhängnisvollste Fehler der US-Außenpolitik der letzten Jahrzehnte. Ja, hatte der Mann recht? Ja, das sehe ich auch so. Man muss bedenken, Russland und der Westen gehen von zwei ganz verschiedenen Positionen an die Weltpolitik und an die Sicherheitspolitik vor allen Dingen ran. Für den Westen gilt nie wieder ein Münchner Abkommen. Für Russland ist die Prämisse hingegen nie wieder ein 22. Juli, nie 1941, wo wir am ersten Kriegstag 1500 Flugzeuge verloren, wo wir letzten Endes 5 Tage später die zweitgrößte Panzerschlacht des Zweiten Weltkrieges verloren, weil die Luftunterstützung fehlte, sonst hätten wir sie gewonnen. Auch das ist ein richtiger Standpunkt.
Beide haben also aus ihrer Geschichte durchaus Schlussfolgerungen gezogen. Das Problem ist, sie sind entgegengesetzt. Man muss dazu sagen, die Sanktionspolitik, die dem vorausging, kein Appeasement, sondern Sanktionspolitik, hat natürlich auch eins nicht bedacht. Gegen Japan, ich will damit um Himmels willen Russland nicht mit Japan vergleichen, gegen Japan gab es 1941 nacheinander 8 verschiedene Sanktionen. Nach der 8. beschloss man in Japan, Pearl Harbor anzugreifen. Das heißt, auch die Sanktionspolitik hat in der Vergangenheit nicht die Erfolge gebracht. Und ich möchte vielleicht noch einen Gedanken äußern. 1989 bis 1991 ist das sogenannte sozialistische Lager zusammengebrochen. Ich bin nun als Mathematiklehrer, denke ich, auch immer sehr mathematisch. 4 Staaten sind unter der Führung kommunistischer Parteien geblieben. Und alle diese 4 und nur diese 4 hatten militärische Auseinandersetzungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. China einerseits direkt, weil die USA und China sich in Korea gegenüberstanden. Dann Vietnam, wo es den Krieg gab. Fall 2, dann Nordkorea und Südkorea. Das dritte und das vierte ist Kuba, wo es natürlich die Invasion in der Schweinebucht gab. Und in all diesen Fällen, und nur in diesen Fällen, wo es diese Konfrontation gab, haben sich die Regierungen halten können. Unter teilweise für sie ungünstigsten Bedingungen, zum Beispiel denke ich da an Kuba. Das heißt, ein Krieg schweißt die Bevölkerung zusammen. Unabhängig davon, ob nun das ein unbedingt so gerechter Krieg war oder nicht, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber ein Krieg schweißt die Bevölkerung zusammen für viele Jahrzehnte. Und das ist natürlich etwas, eine Nebenwirkung, die wir auch bedenken sollten. Ich möchte vielleicht abschließend darauf verweisen, wenn man verhindern will, dass in 20, 30 Jahren nach einer eventuellen Niederlage Russlands ein neuer Weltkrieg ausbricht, dann darf man nicht den Fehler von Versailles wiederholen, wo man Deutschland erstmal einen vernünftigen Waffenstillstand vorschlug unter vernünftigen Bedingungen und dann plötzlich die Kriegsschuld, Alleinkriegsschuld behauptete und riesige Reparationen und Gebietsabtrennung auferlegte. Letzten Endes ist das der Weg, einen neuen Hitler zu provozieren. Wenn man einen neuen Hitler verhindern will in Russland, dann muss man einen maßvollen Frieden mit Russland bevorzugen. Die Wahrscheinlichkeit 4 aus 14 beträgt 0,2%. Das ist also kein Zufall, sondern das ist im Prinzip sowas von gesetzmäßig, dass ich mich eigentlich darüber wundere, dass den Politikern das nicht klar ist. Oder es ist ihnen klar und egal für die gegenwärtigen Interessen. Aber dann noch eine kurze Nachfrage. Aber wenn Sie sagen, das müsste ja eigentlich, wenn das mathematisch sogar zielsicher berechnet werden kann, müsste das den Politikern doch auffallen, oder es ist ihnen egal, aber wenn es ihnen egal wäre, würden sie ja die Eskalation ja zumindest nicht verhindern wollen. Ja, das sehe ich durchaus so. Es gibt einen sehr bösen Ausspruch eines Börsenmaklers, der durch eine andere bekannte Person bestätigt wird, dass etwa 70% aller Parlamentarier korrupt sind. Ich glaube, das andere war ein Lobbyist, der das Gleiche behauptet hat. Das heißt also, wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass die sogenannten Volksvertreter eben nicht nur die Interessen des Volkes vertreten. Sie müssen natürlich einige vertreten, sonst würden sie ja auch sehr schnell durchschaut werden. Insofern ist es natürlich falsch zu sagen, dass die Politiker nun gar nicht auf das Volk hören. Dann wären sie weg vom Fenster. Aber sie lassen sich natürlich von allen möglichen Interessen leiten. Und man muss dazu sagen, um die Allgemeinbildung mancher Politiker ist es ja auch nicht besonders bestellt. Ne? Wenn ich mir die Annalena Baerbock mal angucke, ich will mich da jetzt nicht weiter zu äußern. Aber oder zu solchen Ansichten, wo es darum geht, dass Stalin angeblich 50, 60 Millionen Opfer zu verantworten hat. Die beruhen alle auf dem Vergleich zwischen dem Zarenreich 1913 und der Einwohnerschaft 1938. Okay. Da wurde aber ganz einfach vergessen, dass im Zuge der Oktoberrevolution Finnen, Esten, Letten, Litauer, Polen,
Ja, und dann natürlich im sogenannten Bessarabien, das wäre heute etwa die Moldauische Republik, die wurden alle unabhängig. Das waren über 30 Millionen Menschen, die wurden von Stalin nicht ermordet und ihre Nachkommen auch nicht. Damit will ich nichts rechtfertigen, aber letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass eben Stalin trotz seiner Massenmorde sehr viel deutlich weniger Menschen getötet hat als Hitler, während ja diese anderen Zahlen darauf hindeuten würden, dass Stalin schlimmer war als Hitler. Zum Abschluss vielleicht noch der Hinweis auf den sogenannten Bracke-Plan. Es war ja eigentlich ja nicht dessen Plan, sondern nur bei seinem Ministerium hat man noch die Akten dazu gefunden. Es war ja vorgesehen, im ersten Kriegsjahr 29 Millionen Sowjetbürger verhungern zu lassen, beziehungsweise auf dem Marsch nach Osten an Strapazen sterben zu lassen, nachdem man gewonnen hat, und im darauffolgenden Jahr nochmal 14. Ne, das war ja der Plan. Insofern muss man natürlich auch noch berücksichtigen, dass die Härte, mit der Stalin im Zweiten Weltkrieg vorging, nicht unbedingt nur sein Verschulden ist, aber ich lasse ihm natürlich auch ungefähr 6 bis 8 Millionen sinnlose Mordopfer an. Ne? Damit will ich ihn nicht rechtfertigen. Ich will nur die Proportionen nochmal klären. Zwischen Hitler und Stalin ist der entscheidende Unterschied. Stalin war trotz allem ein Entwicklungsdiktator, der die Entwicklung rücksichtslos vorangetrieben hat, auch um Millionen Opfer willen. In der Ukraine sind die Leute letzten Endes gestorben, nicht nur an der Dürre, sondern eben auch, weil er unbedingt das Getreide für den Fünf-Jahr-Plan exportieren wollte. Das alles sind Verbrechen, aber mit diesen hohen Zahlen hat man natürlich auch versucht, die Ukraine und Russland auseinander zu dividieren, und zwar erfolgreich, und zwar schon vor dem Maidan-Putsch. Da hat übrigens keiner was beigefunden, während Demonstranten in den Palast des Präsidenten eindringen wollen oder ins Parlamentsgebäude. Geschieht das hingegen vor dem Reichstag in Deutschland, durch Trump-Anhänger in den USA und so weiter, dann ist natürlich die Empörung groß gewesen. Also da sehe ich auch den Widerspruch zweierlei Maßstäbe. Sagt Hajo Haase, Sprecher der Ortsgruppe Stralsund der Sammlungsbewegung Aufstehen. Er hatte am zurückliegenden Wochenende in der Ostseestadt die Diskussionsveranstaltung Fast ein Jahr Ukraine-Krieg, wie weiter, mitorganisiert und war danach im telefonischen Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos, der zuvor die erwähnte Diskussionsrunde verfolgt hatte. Morgen werden wir hier bei Mega Radio Aktuell in einem ersten Teil ausführlich von dieser Veranstaltung berichten.